Hey Leute, weiter geht's mit Let's Retro Pokémon, die rote Edition. Wir haben fertig geangelt und machen jetzt auf den Weg zur MS Anne. Denn wir haben ja glücklicherweise unser Bootsticket von Bill bekommen und können damit auf das Boot drauf. Willkommen auf der MS Anne. Verzeihung, hast du ein Ticket? Winder zeigt das Bootsticket. Großartig! Willkommen auf der MS Anne! Können wir eigentlich da rechts? Ah nein! Ich glaube nicht, dass wir das können. So, ich glaube auch nicht, dass wir hier angeln könnten, oder? Könnten wir? Wir können hier tatsächlich angeln. Okay, wisst ihr was? Machen wir das doch noch. Dann angeln wir diese paar Meter noch. So, Superschall. Ach Mist, ich wollte ja den Superschall für später machen. Also wir machen bis... Machen wir das auf der Seite auch gleich. Dann war doch noch nicht Schluss mit Angeln. Tut mir leid, Leute, aber diese zwei, drei Schritte mal zwei können wir noch angeln. Das sind vielleicht... Ja, okay, das sind auch wieder 5 Minuten, weil die Carpador immer... Also das Angeln immer so lang braucht, bis das Carpador... erschienen ist, bis das Zubat erschienen ist, bis das Zubat den Biss gemacht hat. Es dauert schon seine Zeit. Aber ich finde es cool, dass wir hier auch angeln können. Wie gefällt euch eigentlich die MS Anne so vom Aussehen her? Ich finde sie ja toll. Aber ich bin auch einfach zu begeistern. Muss ich auch mal sagen. So, und ich glaube, das war eh schon das vermutlich letzte Mal. Denn wenn ich jetzt noch einen Schritt nach oben mache, bin ich wieder, glaube ich, draußen. Und dort kann ich, glaube ich, auch nicht angeln. Obwohl da dieses Ding da ist. Vielleicht kann ich es doch. Ich weiß es nicht. Mal sehen. Ich bin doch noch nicht draußen. Kann ich hier angeln? Nein, hier kann ich nicht angeln. Dann kann ich hier wahrscheinlich auch nicht angeln. Nein. Könnte ich eigentlich hier nach rechts? Oh, lol. Hehe. Na gut, dann jetzt auf die MS Anne. Viele Passagiere sind hyperaktiv. Sie langweilen sich und sehnen sich nach einem Kampf. So, machen wir hier. Gehen wir erstmal nach rechts. Ich mache immer allein Urlaub. Nur meine Pokémon begleiten mich. Gentleman möchte kämpfen und setzt Fukano ein. Level 18. Super, Superschall. Fukano ist verwirrt, das gefällt mir. Und verletzt sich selbst, das gefällt mir noch mehr. Biss. Ist nicht mehr verwirrt? Mist. Das waren 20, ein Volltreffer. Superschall. Nein, Zubat. Brüller blieb unversehrt. Okay, Superschall. Sehr gut. Verletzt sich nochmal selbst, Fukano. Nein. Ach, wieder Brüller und das blieb unversehrt. Biss. Nein. Okay, das waren jetzt 11. Dann überleben wir noch einen Angriff. Ha, es besiegt sich selbst. Sehr schön. Super, der reicht Level 19. Juhu! Und noch ein Fukano. Pokémon wechseln? Nein. Superschall. Mist, Fukano beherrscht auch Biss. Oh oh. Zubat, du wirst ausgetauscht gegen Glutexo.
Ja, da verletzt sich das Vulkano erstmal selbst. Heula! Ist nicht mehr verwirrt und macht Biss. Das macht 6 Punkte Schaden. Okay. Blut? Mist, ich wollte eigentlich Silberblick machen. Und nicht Blut. Ich meine, Vulkano ist ja selbst ein Feuer-Pokémon. Wow. 5 Punkte mit einem Volltreffer, da war Biss effektiver. Silberblick wollte ich eigentlich machen. Und ein Kratzer. Volltreffer, super. Oh weh, verloren. 1260 Poké-Dollar gewonnen. Sei immer nett zu deinem Pokémon. So, dann geht es hier runter. Gehen wir da rein. Mein Pokémon Machono ist super stark. Mit seiner Stärke kann er sogar Felsen bewegen. Machono! Bin dafür nett. Top-Trank! Sehr schön. Da kommt der Erste. Mein Ruf als Seebär steht auf dem Spiel. Na, du alter Seebär. Sepa? Okay. Ich würde da jetzt nicht Glutexo in den Kampf schicken, sondern Tauboga, denn Glutexo... Sepa ist eben ein Wasser-Pokémon. Glutexo ist ein Feuer-Pokémon. Das geht nicht so gut aus. Wahrscheinlich hätte dieser Blubber ausgereicht, um Glutexo fast zu besiegen. Windstoß. Ein Volltreffer. Machen wir einen Ruckzuckhieb. Windstoß ist definitiv besser. Windstoß. So, Mushas in den Kampf schicken. Pokémon wechseln? Ja. Ich möchte wieder Zubat. Es soll ja auch Level 20 erreichen. So, Tauboga, du bist wieder dran. Denn auch Mushas ist ein Wasser-Pokémon. Windstoß. Das ist nicht sehr effektiv. Etwa ein Viertel. Vielleicht ist der Ruckzuck besser. Ist etwa genauso gut. Dann bleiben wir einfach beim Windstoß. Ja, nochmal. Und ein letztes Mal. Ein Volltreffer. Aber wir greifen zum Glück zuerst an. Deswegen wird das Mushas besiegt sein. Ein Tentacha, auch ein Wasser-Pokémon. Zubat, du bist dran. Und dieses Mal schicken wir Habitak in den Kampf. Säure ist nicht gut. 10 Punkte, Heuler. Oh nein, Superschall, das ist ja auch nicht gut. Silberblick. Ach, wahrscheinlich 27 jetzt. Oh, weniger. Ach, vorhin war es, glaube ich, ein Volltreffer. Furienschlag. Das könnte ausreichen. Zweimal nur. Hm, Schnabel vielleicht? Ja. Bin der besiegt Matrose. Kilonta, das war's für mich. 510 Poké-Dollar gewonnen. Hast du schon den Profi-Angler in Orania City besucht? Ja. Du weißt, wir Seeleute lieben es zu kämpfen. Ja,
Ich weiß. Matrose mit einem Pokémon, einen Mushas. Level 21. So, was konnte das vorher? Panzerschutz und Tackle und noch irgendwas. Und das war keine Wasserpokémon. Ich glaube, ich setze doch Blutexto mal ein. Ich hoffe, dass es keinen Blubber kann oder so. Das wäre ein bisschen blöd. Ja, es macht Panzerschutz. Heuler! Nochmal Panzerschutz. Dann machen wir den Silberblick. Nochmal Panzerschutz. Hebt den Silberblick. Ja gut, der Silberblick hat eigentlich nur einen Panzerschutz aufgehoben. Kratzer! Wow. Macht Glut vielleicht mehr Schaden, obwohl es ein Wasser-Pokémon ist, aber es... Der Panzerschutz ist mittlerweile so hoch, dass Glut tatsächlich mehr Schaden macht. Wow. Diese Mushas macht nur Panzerschutz. Und es geht halt einfach immer noch. Volltreffer und besiegt. Bin der besiegt Matrose. Ja, was für ein Kampf! 36 Pokédollar gewonnen. Willst du Seemann werden, Kleiner? Nein, das möchte ich nicht. Tut mir leid. Ich war früher genauso aufgedreht wie du. Matrose möchte kämpfen und setzt Zepa ein. So, da kommt jetzt wieder Habitak ins Spiel. Blubber. Das waren 8 Punkte. Heuler. Nochmal Blubber. Und wieder 8 Punkte. Silberblick. Müsste ich noch 7 haben. Der nächste Blubber würde es besiegen. Radfratz, du bist dran. Auch 8 Punkte. Rutenschlag. Das waren jetzt nur 7. Tackle. Ah, nochmal Tackle und dann ist es besiegt. Dieser eine Init-Wert, der gesenkt wurde, hat es tatsächlich gebracht, dass ihr angreift. Mist. Noch ein Zepa. Nein, jetzt wechsle ich nicht mehr. Jetzt müssen wir müssen jetzt durchkämpfen. Den Kleinstein und Glutexo werden sofort sterben. Das heißt, wir haben jetzt keine Wahl. Wir müssen jetzt mit jedem Pokémon kämpfen, bis es besiegt wird. Ruckzuckieb. Mit etwas Glück macht das jetzt nur 7 Punkte Schaden und wir überleben mit einem und können es jetzt besiegen. Noch ein Zepa. Wir machen einen Rutenschlag. Ach Mist. Ich habe vergessen, dass Radfratz Innitzwert ja gesunken ist. Wir hätten einen Ruckzuckhieb machen müssen. Okay, dann ist jetzt Zubat dran. Superschall. Mist, es verletzt sich nicht selbst. Na gut, dann machen wir jetzt Tauboga. Windstoß. Nicht mehr verwirrt, na toll. Aber ging daneben, haha, Windstoß. Der trifft jetzt. Und besiegt Tauboga. Schade. Habitak. Ein Schnabel und fertig ist die Sache. Die angelegt. Nein, Mist. Habitak wird auch besiegt sein. Okay, dann kriegt Kleinstein die Erfahrung.
Tackle. Okay, vielleicht auch nicht. Oh, Glück. Oh nein, verloren. 510 Poké-Dollar. Wasser-Pokémon leben unter Wasser. Du benötigst eine Angel. Ja. Winter findet Äther. So, wie viele Türen haben wir noch? 1, 2. Und dann ist hier Schluss. Ja, also 2 Türen hätten wir noch. Na, mal sehen. Nein, wir kämpfen nicht. Wir gehen ins Pokémon Center. Wenn der Matrose Wasser-Pokémon hat, was er vermutlich hat, weil er ein Matrose ist, dann besiegt er uns mit Leichtigkeit. Kleinstein ist mit einem Angriff besiegt, Glutexo vielleicht mit 2, maximal mit 3. Das schaffen wir nicht. Also hier haben wir einen gewissen... Immer dieses blöde Telefon. Hier haben wir einen gewissen Nachteil. Im Vergleich zur blauen Edition. Naja. Jetzt geht es uns wieder gut. So, zurück auf die MS Anne. Und dann machen wir unseren nächsten Kampf. Ach ja, dann will wir wissen, ob wir ein Bootsticket haben. So, runter hier. Und die 2 letzten Türen waren es. Ich laufe jetzt einfach mal bis zum Ende. Da. Das heißt, diese Tür hier. Auch Seeleute besitzen Pokémon. Als hätte ich das nicht gedacht. Matrose möchte kämpfen und er hat ein Tentacher. Wir hätten sowas von verloren. Wobei Tentacher benutzt Wicke, Superschall und Säure. Das hätten wir gewinnen können. Also gegen das Tentacher. Ha, es hat sich selbst verletzt. Biss. Ein Volltreffer, sehr gut. Wickel, Mist. Ah, es soll sich mal, ist nicht mehr verwirrt. Mist und greift weiter an. Biss. Weg mit dem Tentacher. Super, da reicht Level 20, juhu. Stern, du, da hätten wir verloren. Aber ich möchte jetzt ein anderes Pokémon benutzen, nämlich Radfratz. So, Routenschlag. Noch sind wir schneller als Sterndu. Aquaknarre. Ah, das waren 18. Ein Angriff halten wir also noch durch. Machen wir einen Hyperzahn. Nein, daneben. Okay, wir müssen Radfratz austauschen. Nehmen wir Tabuga her. Da benutzt Sterno Tackle. Windstoß! Sterno ist leider schneller als unser Tabuga. Wow! Mit einem Ruckzuckhieb könnten wir das die Sache beenden. Ja. Binde besiegt Matrose. Sehr schön. Das war eine reife Leistung. 540 Poké-Dollar gewonnen. Seeleute fangen ihre Pokémon auf hoher See. Binde findet TM44. Was macht die denn? Erholung. Cool. Aber ich möchte es keinem beibringen jetzt. So, dann...
hier noch ein Kampf. Warte doch mal, lass uns plaudern. Ich besitze nur Wasser-Pokémon. Ein Angler möchte kämpfen. Er hat einen Tentacher. Ich habe vergessen, die Pokémon zu tauschen. Na egal. Kümmert sich ja Zubat noch um das Tentacher. Oh Mist. Wir wollten es verwirren, aber es hat uns verwirrt. Ha! Jetzt haben wir es doch noch verwirrt. Blutsauger. Mist, Zubat hat sich selbst verletzt. Und Tentacher ist nicht mehr verwirrt. Verdammt. Superschall. Nein, Zubat! Och nein, und jetzt Wickel. Superschall. Ja, Zubat ist nicht mehr verwirrt. Nein, Superschall ging daneben. Einmal geht noch. Mist. Zubat muss weg. Geben wir Radfratz eine Chance. Ach, Wickel gleich zu Beginn. Das war's mit der Chance von Radfratz. Jap, Radfratz muss auch getauscht werden. Dann nehmen wir Habitak. Heuler! Ah, jetzt kommt die Säure. Nur 6 Punkte Schaden, sehr gut. Silberblick! Verteidigung sinkt, Mist. Schnabel! Nochmal Schnabel, dann war's das für dieses Tentacher. Ein Stern, du. Pokémon wechseln? Ja. Oder? Nein. Wir bleiben bei Habitak. Es hat ja auch Level 19. Heuler. Sieben Punkte Schaden. Silberblick. Eine Aquaknarre. Oh nein. Oh, wir müssen Habitak austauschen. Tauboga, du bist dran. Und wir müssen jetzt mit Tauboga müssen wir kämpfen bis zum geht nicht mehr. Windstoß war, glaube ich, effektiv. Ja, und ein Ruckzuckhieb. Mushas. Ja, bei Mushas können wir Glutexo einsetzen. Das heißt, wir können jetzt auch wieder auf Radfratz gehen. Und dann Glutexo. Jetzt macht er eh nur Panzerschutz. Heuler. Und wieder nur Panzerschutz. Silberblick. Und dann, ja, Kratzer wird wahrscheinlich nicht mehr so viel bringen. Ja. Noch geht es eigentlich mit dem Kratzer. Okay, jetzt ist bestimmt besser dran. Viel besser dran. Mist daneben. Aber warum macht das Mushas... Nichts geschieht. Warum macht das Mushas keine anderen Attacken? Volltreffer und besiegt. Mist, der ist mir entwischt. 595 Pokédollar erhalten.
Ich hätte dich fast zum Assistenten gemacht. Das ist ein Matrose, der Wasser-Pokémon. Wir müssen vor ins Pokémon-Center, aber davor wird gespeichert. Denn die Folge ist um. Wir sehen uns also morgen wieder in der blauen Edition oder übermorgen wieder hier in der roten Edition. Ciao, Leute!